Hallo und willkommen. Heute soll es wieder um das Thema Nachhaltigkeit gehen und ich zeige euch heute, wie man kostenloses, ökologisches, veganes, nachhaltiges Waschmittel herstellen kann. Also es klingt verrückt, aber alles, was man für das Waschmittel braucht, sind eigentlich nur 10 Efeublätter und dann noch ein Wäschesack oder eine alte Socke. Man reißt die Efeublätter ein, gibt sie in den Wäschesack und den kann man dann ganz normal mit zur Wäsche geben. Man kann das Ganze auch bei 40 Grad waschen, bei 60 Grad, das spielt eigentlich keine Rolle. Man kann es genauso handhaben wie mit normalem Waschmittel. Ja, also dass das Ganze funktioniert, hängt damit zusammen, dass in Efeu sogenannte Saponine enthalten sind. Und Sapo ist lateinisch, bedeutet Seife und die sorgen dafür, dass sich das Wasser mit dem Schmutz verbinden kann und die Wäsche dadurch gereinigt wird. Und denselben Effekt kennt man zum Beispiel auch von Waschnüssen oder Kastanien. Ja, warum sollte man sich jetzt eigentlich die Mühe machen und Efeu sammeln, wenn man doch auch normales Waschmittel nehmen kann? Naja, zum einen gibt es Efeu überall und es ist kostenlos, es ist also gar nicht so ein großer Aufwand. Und auch in Bezug auf die Inhaltsstoffe bietet Efeu einige Vorteile. Denn im normalen Waschmittel können Duftstoffe enthalten sein, die Allergien auslösen. Oder sehr häufig sind auch aggressive Substanzen enthalten, um die Reinigungsleistung zu erhöhen. Und diese Substanzen sorgen dann später in der Kläranlage dafür, dass die Bakterien zerstört werden, die ja dort wiederum für die Reinigung verantwortlich sind. Bei XXL-Packungen ist es beispielsweise so, dass Salz enthalten ist, einfach um die Menge zu strecken und das Ganze nach mehr aussehen zu lassen. Dieses Salz kann aber auch nicht in der Kläranlage abgebaut werden, sondern bleibt im Wasser, geht in die Gewässer und dort kann es die Entwicklung von Fauna und Flora stören. Unsere Erfahrung mit dem Efeu-Waschmittel. Also ich war anfangs sehr skeptisch, weil es ist Efeu, man hat es oft gesehen, aber ich habe es nie so richtig mit Waschmittel in Verbindung gebracht. Aber es funktioniert tatsächlich. Also wir benutzen es seit 2 Wochen und sind eigentlich super zufrieden, weil die Wäsche wird ganz normal sauber. Sie riecht nicht, also sie riecht eher neutral, wie frisch gewaschene Wäsche, nur ohne Geruch. Bei stärkeren Verschmutzung haben wir es auch probiert, da hat es auf Anhieb nicht so funktioniert. Da müssen wir mal noch gucken, ob wir einfach vorher einweichen oder mehr Efeublätter verwenden. Ja, da schauen wir mal. Aber für die normale Alltagswäsche, die minimal verschmutzt ist, funktioniert es wunderbar. Und noch als Tipp, wer Weichspüler auch vermeiden möchte, der sollte einfach etwas Speiseessig dazugeben oder verdünnte Essigessenz. Das Ganze wirkt wie ein Weichspüler und die Wäsche wird angenehm weich. Aber ich finde, selbst ohne Weichspüler und ohne Essig wird es mit dem Efeu schon weicher als mit dem normalen Waschmittel. Wer weiß, woran es liegt. Neben Efeu verwenden auch viele Waschnüsse oder Kastanien zum Waschen. Für uns bleibt Efeu aber die Nummer 1, denn die Blätter sind immer grün, es ist immer verfügbar. Selbst im tiefsten Winter kann man sich das Efeu einsammeln. Gegenüber den Kastanien ist der große Vorteil die einfache Handhabung. Man sammelt die Blätter ein, reißt sie ein und kann sie sofort verwenden. Die Kastanien müssen erst getrocknet werden, da schimmelt einem vielleicht noch was weg. Ist nicht ganz so einfach. Und gegenüber den Waschnüssen ist natürlich der große Vorteil der Transportweg, weil es gibt keinen. Also ich glaube, jeder hat im Umkreis von 500 Metern mindestens einen Efeustrauch und man kann es ja sogar selbst anbauen. Und Waschnüsse müssen lang transportiert werden, ist also nicht optimal. Wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es mit unserem Efeu-Waschmittel weitergeht. Und wenn ihr Erfahrungen habt, dann teilt uns die doch einfach mit. So, wer sich jetzt denkt, das war's und mehr kann man mit Efeu nicht machen, der irrt auf jeden Fall. Denn selbst Spülmittel kann man mit Efeu herstellen. Dafür sammelt man wieder 10 Blätter, reißt sie ein und gibt sie dann in ein Gefäß, zum Beispiel ein Marmeladenglas. Dann gießt man heißes Wasser drüber und wartet eine halbe Stunde. Und anschließend hat man wunderbare Spülmittel und das schäumt sogar, wenn man das Glas schüttelt. Also auch da kommen die Tenside wieder zum Einsatz. Für uns hat es sich nicht ganz so bewährt, da wir relativ wenig Spülmittel verwenden, sondern eher den Geschirrspüler. Aber auch da suchen wir gerade eine Alternative und berichten natürlich, wenn wir sie gefunden haben. Ja, dann viel Spaß mit den beiden Sachen. Probiert auf jeden Fall das Waschmittel aus und berichtet, wie es war. Bis zum nächsten Mal.